Als nächsten Track hat Big Boy Watson KZ VIP in der Psychiatrie ausgewählt. Bo, 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 bo. So stelle ich mir die tatsächlich da drin vor. So. KZ, Fan? Vereinzelt. Von der Erde tut ja. Vom Sound nicht immer. Sound nicht immer, Message auf jeden Fall. Und Attitude definitiv. Ja, nee, also die, ich finde es immer schade, dass. Ich glaube, die drei völlig verkannt sind manchmal und ihnen dann immer die Provokation und Gewaltverherrlichung vorgeworfen wird, anstatt mal zu sehen, dass es Wörter gibt, die eventuell doppeldeutig und es einen Subtext gibt, wird halt komplett abgesprochen. Ja, aber sie reizen es halt auch in der vollen Gänse aus. Ja, ist doch vollkommen ja, also, okay. Ne, find die ich gleichen auch Leute, okay. die haten, schauen, wie heißt der Typ nochmal? Fuck, ist einer meiner Lieblingsregisseure und der Name fällt mir nicht ein. Kill Bill hat gemacht. Quentin Tarantino. Danke. Ja. Die schauen dann Quentin Tarantino und sagen, oh, das ist Kunst. Ja, das ist Kunst. Ja, stimmt. Stimmt. Ich kann noch was dazu sagen. Produced by, das finde ich ziemlich geil, die Drunken Masters. Kennst du? Ich weiß, dass die einen Song namens Bier mit KIZ haben. Unter anderem. Ja, Drunken Masters, ein DJ-Team. Die schon immer richtig nice auf die Fresse-Mucke gespielt haben. Die Jungs gehen derbe ab. Wir haben sie leider noch nie live gesehen, noch nie. Zig Videos mir reingezogen davon und ich träume schon immer so ein kleines bisschen davon, da irgendwie mal in der Mitte im Moshpit zu stehen und abzugehen. Generell wirklich auf die Fresse-Mucke. Sehr trap-lastig und ich hoffe genau darauf. Genau mein Ding. Genau mein Ding. Bin ich ja sowas von down mit. Es könnte jetzt so einiges in mir auslösen. Ja, ich hoffe, dass wir die gleiche Reaktion, wie wir sie gehabt hätten, wenn wir letzte Woche Nemo gemacht hätten. Nemo, ja, ich bitte dich, Big Boy, starte. Auf dem Gelände der ehemaligen Irren. Ich liebe es. Stadt Birkenhain in Berlin Birkenhain steht heute mit der Nervenheilanstalt Birkenhain eine der modernsten Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Deutschland. Depression, Psychosen, Schizophrenie. In der Einrichtung werden klassische Krankheitsbilder mit neuesten Methoden ganzheitlich behandelt. Nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Edo Saya. So, ja, kann man ein Intro, ein Video starten. Stimmst du mir dazu? Shots fired, aber ja. Ja, Shots fired, aber es ist wirklich so. Ja. Ermöglicht durch EU-Zuschüsse werden schon länger Konzepte von tiergestützter Therapie. Das im Bild ist jetzt übrigens Timo, nachdem sie ihn nicht gefunden haben. Bis hin zur Hypnose angeboten. Neu im Angebot ist die Musiktherapie. Seit 4 Wochen arbeitet Musiktherapeutin Jana Kieritz mit straffällig gewordenen Patienten im psychiatrischen Maß. Ich verneige mich vor KIZ jetzt schon. Er ist ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Schau mal, wie schön er lacht. Ja, der war auch bei diesem Dr. Med-Dings, weißt du, über in den nächsten 3 Monaten machen wir für 39,95 im Monat an die Zähne. Der hat sich auf jeden Fall bei Dr. Smile angemeldet. No shit. Alter, hast du nice Zähne, Mann. Ja. Er macht auch Lach-Yoga, habe ich gelesen. Regelvollzug. Ich bin Jana Kieritz, ich bin Musiktherapeutin seit ca. 4 Jahren. Hier in Birkenhain arbeite ich seit 3 Jahren. Unsere Musiktherapie ist relativ frei. Also es geht darum, dass die Patienten mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern zusammenkommen. Es sollen keine Töne getroffen werden. Es sollen keine bestimmten Lieder gespielt werden. Es geht so ein bisschen darum, seine Gefühle auszudrücken. In der Musiktherapie. Das Ding ist ja auch, dass die deutsche Gesellschaft ja einfach nicht auf die Reihe kriegt, dass wenn jemand 1:1 so wäre, ja, dann müsste der in Sicherheitsverwahrung. Ja. Okay? Aber sie kriegen es nicht hin zu sagen, okay, ah, okay, das ist Kunst. So, und die Jungs sind lustig, so. Das schaffen sie nicht. Aber wenn Mittermeier sagt, oh, und da kommt so ein schwarzer Rapper aus der Jerusalem-Bronx, ey, yo, Brad, I butter you, lacht ganz deutsch. Dann können sie über den Comedian lachen, ne? Geht es auch darum, dass man Geräusche hört, dass man auf Geräusche achtet und, ja, möglichst miteinander interagiert.
Die Patienten haben hier in der Regel schnell Erfolgserlebnisse und können sich kreativ entfalten. Nico, Tarek, Maxim und Stana666 sind eine Band. Star 666! Ihr seid gerade die geilsten Splasher und guckt dir das Bild jetzt an. Okay, bist du ready? Ich glaube, es geht los. Bin ich bereit. Rappen über ihr Leben. Schizophrene Störung, Arme wie Mike Tyson. Mit mir willst du nicht im Fahrstuhl stecken bleiben. Tarek KZ, ich komm aus so. Und sag mir, was du willst, ne? Die Flows von denen sind immer sick. Immer. Definitiv. Kein Geschwurm, du denkst, es regnet, doch ich schlachte gerade ein Schaf auf dem Balkon. Wenn es einen Gott gibt, wieso? Tarek hat auch so einen Schatten, Digga. Ich schlachte gerade ein Schaf auf dem Balkon. Der Typ ist nice. Ron ist nicht verhindert, Silvester mach ich Gulasch aus abgesprengten Fingern, amputiere mir das Bein mit der elektronischen Fußfessel. Pass an meine Zunge 2 Meter. Und stell dir mal vor, du fährst als Polizei da gerade vorbei, verstehst du? Oh nein. Warte. Ein bisschen zurück, ich muss die Szene nochmal. Pass an meine Zunge 2 Meter in deine schwulen Fresse. Geil! Ich bin ein gottloser Hund, ich reiß dein Schädel ab und scheiß in deinen kopflosen Rumpf. Tarek KZ, ich bin ein Kannibale. Zersäge deine Leiche in der Badewanne. VIP in der Psychiatrie, ey. Alter. VIP in der Psychiatrie, ey. VIP in der Psychiatrie. Ich glaube, die sind ein bisschen geisteskranke. Die sind halt kompromisslos in ihrer Kunst. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt so viele Beispiele in der anerkannten Kunst, die von Leuten, die so waren. So. Und warum nicht wir? Ja. KZ. Ich bin bei dir. Also, bevor wir auf das Bild hier eingehen. Das ist der Bruder von Finch, asozial. Die Hook ist hart. Ja, das Ding ist rough. Das Ding ist richtig rough, richtig anstößig und Beat ist auch recht simpel, oder? Jetzt so die 808s knallen nicht so, wie ich es mir gedacht hätte, wie es so Drunken Master üblich ist. Ich glaube einfach, dass das auch genau so gewünscht ist. Ja, ne, ist halt stimmig. Das ist genau stimmig das Klangbild, das sie wollen. Genau, das sie wollen. Und ich find's geil. Ja, du darfst weitermachen. Vielen Dank. Recht, Shorty in Love, doch ich denk das Geschäft. Baby, ich muss weg. Video Rimini, sieht sie die Tage, ich zähle das Cash. Champagne, Fontaine, Rolls Royce. Wird gerade die Rap-Szene hops genommen? Ja. What? What? Champagne, Abu Dhabi, Milan, Paris, Champagne, Fontaine, Rolls Royce. Doch, Champagne, Fontaine. Ich hatte gerade noch Bier im Mund. Ich hatte kurz Champagne, Angst. Champagne, Fontaine. Ja, aber genau das ist halt KIZ und wer das jetzt noch 100% ernst nimmt, ist einfach nur dumm. Gib deinen Doktortitel zurück. Sehr dumm. Ja. Ja, ich glaube, die Jungs haben richtig Humor. Ja? Ah, richtig gut. Richtig gut. Meine Schreibmaschine hat keine Buchstaben, außer H-U-R-E-N-S-O-H-N. Ich komm nicht aus der Eastside, komm nicht aus. Meine Schreibmaschine hat keine Buchstaben, außer H-U-R-E-N-S-O-H und N. Hurensohn. Yeah. Danke für diese Line. Mich macht sowas ist, glücklich. Ja. Hurtig. Super. Bruder, ich komme aus der Steinzeit. Ich hau dir deine Schädeldecke ein. Und dafür geht mein Doppelgänger lebenslänglich rein. Blutige Balenciaga sind mein.
giftige Balenciaga sind meine Bärenfalle. Ich bin ein Rhesusaffe. Ich bin auf dem Asphalt aufgeklatscht, weil ich keine falsche möchte, der nicht zu meinem Outfit passt. Jeder hier sagt, ich bin sympathisch und nett. Ein Gysi auf der Straße und ein Stalin im Bett. Ey, Digga, was ist los mit euch? Alter. Ein Gysi auf der Straße und ein Stalin im Bett. Also, Hip-Hop.de, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist die Line des Jahres. Ja, nach dem letzten Jahr muss das die Line des Jahres sein. So. Ja, das geht gar nicht anders. Schau, und jetzt flexen sie alle zusammen. Schau dir bitte die linke Tänzerin an. Da gibt es ein Keyword dafür. Luxus Sweet Zwangsjacke, Givenchy, ey! Nico KZ, der Rapper mit dem Damenbart. Zum Tagsübersaufen. Nico KZ, der Rapper mit dem Damenbart. Warum? Das Schlimme ist, ich muss jetzt eine Woche damit leben. Wisst ihr, ihr habt Glück, ihr könnt einfach wegklicken, aber ich höre das die ganze Woche. Die ganze Woche. Mir geht's genauso. Du bist kein Vatertag, gestern Satz. Du hast es nicht überrissen, ich hab dich gemeint. Ja, ich weiß. Die ganze Woche. What im Valomat? Was kam raus, Bruder? Kalifa! Das ist jetzt das 20. Tick-Tick, bitte um Feedback. Mitte 30 übe ich nicht mehr wie mein Form Beatback. Die verdammten Groupies nehmen sich, was ihnen zusteht. Mit Gewalt, meine Olle kommt durch die Tür, wieder die versteckten Girls wie Christoph Waltz. Ich hab Pilz aus Elefantenzähnen. Ich scheiße auf die Juice, denn ich kann nicht lesen. Ich zieh den Schwanz aus meiner Stiefschwester. Boah, shit, Alter. Ey, Jungs, warum? Warum? So, jetzt, Jerome. Ich glaube, jetzt uns müssen kann wir niemand mehr für voll nehmen. Nee, weil wir müssen jetzt was dazu sagen. Dope or Nope is over. Wir können nicht mehr. So, pass auf. Ja, bitte. Was ist der Unterschied zwischen, es ist Lockdown, nicht Boxfrauen und ich ziehe den Schwanz aus meiner Stiefschwester? Stefan, bitte. Du wolltest darauf eingehen. Ich hätte es ignoriert. Nee. Du musst schon was dazu sagen. Das ist auch halt eine ekelhafte Metapher so. Ja? Also, das ist wirklich, glaube ich, so der Hauptpunkt. Die beiden Jungs vom letzten Mal wollen damit halt irgendwie cool und tough sein und die da wollen einfach nur witzig sein und der Scheiß ist witzig. KIZ ist halt aktuell einfach seit 5 Minuten und 14 Sekunden nur drüber. Ja. So wie wirklich bei Hahnenkampf. So wie bei Hahnenkampf damals, genau die gleiche Reaktion. Ja. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hätte die Welt damals doch untergehen sollen? Bitte, bitte. Und machen Abgang so wie Heath Ledger. Muss ich jetzt kurz sagen, da fehlen mir so ein bisschen die Worte. So machen Abgang, so wie Heath Ledger. Das bringt dich jetzt zum Atmen. Die Stiefschwester hätte dich kalt gelassen? Die Stiefschwester, vergleichsweise ja. So, es ist halt ein Verstorbener. Das ist halt auch alleine schon bei Battle Rap oft ein Auslöser, wo man dann sagt, okay, hier wird halt die Grenze überschritten. Für mich, ja, gefühlt. Kinder vielleicht. Kinder. Unter anderem, ne? Aber siehst du das nicht so? Mit jetzt, Verstorbenen? Jetzt bei Heath Nein, Ledger? Weil ich finde Stiefschwester schlimmer als Heath Ledger. Okay, unser Gast? Also entscheide ich mal. Bitte? Auf TikTok? Bist du sicher, dass du TikTok meinst mit Stiefschwester? Ja, mit Schwanz, Stiefschwester, TikTok finde ich interessant. Erzähl uns mehr davon. Möchtest du kurz, ich würde voll gerne das Mic geben, dass man dich auch hören kann. Warte. Unser Gast würde gerne was dazu sagen. Er bleibt auch wirklich anonym, Raphael S. Punkt. Ja? Schmidt. Er war mal DJ. So, Big Boy, kommen Sie bitte wieder her. Geht nicht weiter. Wir gehen weiter im Track.
zumindest die letzten 34 Sekunden. Ich denke, der Großteil ist over. Ja. Hart. Halt, 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 bleib stehen! Hallo! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Wir gucken uns heute das neue KZ-Video an. Wo kommt er denn jetzt her? Aus Dubai? Warum? Warum würdest du sagen, er kommt aus Dubai? Wir labern gar nicht lange. Weil ich den mit diesem einen ehemaligen YouTuber verwechselt habe. Die machen sich gerade über alle Influencer in Dubai lustig und über uns. Könntest du bitte darauf eingehen, über die Reactor? Also wir, ja, mit unserem neuen Format. KIZ, ihr seid richtige Arschlöcher. Es reicht ich jetzt. Ich feiere euch immer noch. Kommt nee, vorbei. Kommt nee, vorbei. Also, ich habe wirklich die Schnauze voll. Euer Lied ist ganz okay. Ja? Und, Nee. Und falls ihr damit sagen wollt, ich hätte kein Talent, oder wir hätten kein Talent, er ist das Hip-Hop-Lexikon. Ich, ein super nicer DJ. Also, hört, das könnt ihr nicht vergleichen. Nicht mit dem netten Herrn aus Dubai hier, okay? Ja, hört auf damit. Ich fühle mich etwas, nee. Wie heißt man denn eigentlich, wenn man in Dubai wohnt? Du wirst es mir gleich sagen, oder? Reine informative Frage, ich habe keine Ahnung. Für mich bist du jetzt ein Dubaianer. Nice. Wär's eine Richtung, wär's Dubaiist. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein bester Hip-Hop-Song ever. Überkrass, endkrass. Ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Wenn das jetzt explodiert, dann bitte lass es explodieren. Bitte. Nee, es ist einfach vorbei. Die Zeit ist vorbei. Stimmt das? Ja. Es explodiert nicht? Nein. Schade. Das warum sollte es? The Dark Knight, Heath Ledger, Krankenhaus explodiert. So. Mhm. Schwester, Schwanz. Stiefschwester, Schwanz, Entschuldigung. Wow. Nein. Ich schwöre. Ja, schön, dass du es versucht hast. Aber ich schwöre, dass niemand versteht, was wir versucht haben, jetzt gerade damit zu erklären. Nein, niemand. Niemand. Also, wir hassen keine Frauen, Gewalt gegen Frauen ist scheiße, Diskriminierung von Frauen ist scheiße, Equal Pay, alles. Aber es ist eine fucking Metapher. Das mit der Stiefschwester. Ja. Und ich box Frauen im Lockdown ist keine Metapher. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich stimme ihm zu und wir gehen über zum nächsten Track. Und kommentieren, Glocke, ihr wisst Bescheid. Sherlock Jones, Dope or Nope, Big Boy Watson und ciao.